Geoffrey Belden als Kettwesel. Die Zauberformel. Siehst du, Kühlwalder, auf diesem Weg sind wir gekommen und hier kehren wir zurück. Und doch fürchte ich mich vor dem Weg. Er ist so feucht, so tief und so entsetzlich kalt, Kühlwalder. Komm, Kühlwalder. Was ist mit den bösen Normannen? Eine Zauberwaffe. Die erbitte ich mir von dem jungen Zauberer. Eine Zauberwaffe. Nein, sie leuchtet nicht weit. Für deinen Daddy wird sie genügen. Na, hoffen wir's. Was macht sein Fuß? Er tut ihm nicht mehr so weh. Das ist gut. Wann will denn der Arzt kommen? Er müsste schon hier sein. Er wollte nach dem Mittagessen kommen. Ich finde, der Arzt sollte die Behandlung aufgeben. Ein Tierarzt sollte lieber deinen Daddy behandeln. Hast du sonst noch einen Wunsch, mein Lieber? Ja, aus dem Bett zu kommen. Ach je. Du bist noch genauso ungeduldig wie damals bei den Windpocken. Windpocken? Da warst du 9 Jahre alt. Wie alt war ich? Aber Flo, daran kann ich mich nun wirklich nicht mehr erinnern. Ich ja. Natürlich weiß ich das noch, George. Mutter hatte mir erlaubt, noch aufzubleiben. Ich habe dir aus der Schatzinsel vorgelesen. Zu dieser Zeit ist auch zum ersten Mal der Hexenhofgeist aufgetaucht. Erinnerst du dich nicht mehr daran? Oh ja, der Hexenhofgeist. Siehst du? Flo. Ja, George? Vielen Dank für deine Hilfe. Ach, ich muss mich doch um meinen Bruder kümmern, wenn er sich mit einer Heugabel am Fuß verletzt hat. Helm von Barakiel. Da ist sie. Oh, ich danke dir, Harold. Vielen Dank. Worüber bist du erschrocken? Oh ja. Tante? Entschuldige bitte, Harold, aber ich habe ihn wiedergesehen. Wen meinst du? Oh, das ist wohl der Arzt. Komm rein, Kurpfuscher. Guten Tag, Mr. Bennett. Ich bin Jane Matthews. Oh, Sie wünschen? Hat Dr. Bullfinch Ihnen denn nichts gesagt? Nein, was? Ich bin sein neuer Partner.
Ach so. Guten Tag. Anscheinend hat er keinem Patienten gesagt, dass ich ihn vertrete. Naja, er wird schon ein wenig vergesslich, finden Sie nicht? Ja, ich habe auch den Eindruck, dass er alt wird. So, und nun zeigen Sie mir den Fuß. Ja. Was haben Sie denn nun schon wieder angestellt? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie nicht auf den Hof gehen sollen. Das ist Sam. Der Helm soll mich beschützen. Was haben Sie denn noch alles stibitzt? Das ist meins, das gehört mir. Ach, meine Pumpe. Die vermisse ich schon eine ganze Weile. Gib sie sofort her. Gut, wenn Sie versprechen, nicht mehr auf den Hof zu gehen und nicht mehr zu stehlen. Du wirst mich bald los sein. Schön wär's ja. Ach, hätte ich fast vergessen. Was? Ach! Und wohin? Was heißt wohin? Wohin wollen Sie? In die Vergangenheit zurück will ich. Hm. Was ist im Karton? Daddys Geburtstagsüberraschung. Hm. Ein Elektriktrick. Stimmt, hier. Hey. Hier. Damit vertreibe ich die Normannen. Hey, Vorsicht, nicht kaputt machen. Du, die musst du mir schenken. Das Geburtstagsgeschenk für Daddy? Ich bitte dich. Nein, Kettwiese. Ich beschwöre dich. Nein. Für deinen Bruder. Ach, hören Sie doch auf, mich Bruder zu nennen. Sie sind doch zu alt, um mein Bruder zu sein. Wir werden beide tauschen. Ausgeschlossen. Komm nicht in Frage. Hier. Die wollen Sie eintauschen? Das sind meine. Es sind meine. Alles gehört mir. Sofort her damit. Ich werde kontrollieren, was das alles ist. Ach, du Sprengteufel. Ach, hören Sie auf, so etwas zu sagen. Ihr altes Zeug kriegen Sie ja wieder. Ich möchte Ihren Kram nicht. Du Rollmops. Hören Sie auf zu schimpfen. Schnepfen Sie kriegen Essen und anzuziehen. Ich kümmere mich um Sie und Sie stehlen mir die Hälfte meiner Sachen. Geh, geh, bevor du verdammt wirst. Gut, gut, ich gehe. Du bist ein Nichtsnutz. Ich will dich nicht mehr sehen. Na gut, dann springen Sie doch in den See. Ja, du junger Fuchs, das tue ich. Aber nicht ohne die Elektriklaterne. Ja, was bringst du denn da angeschleppt? Dads Geburtstagsgeschenk. Das ist aber groß. Och, das sind nur ein paar Kleinigkeiten. Mit dem Sohn bin ich einige Zeit zur Schule gegangen. Oh. Ich bringe das Fräulein Doktor zu den Harris. Zu den Harris? Ja. Ach ja, die züchten doch Bienen. Mhm. Zu denen will ich. Kommen Sie doch dann wieder und trinken Sie mit uns eine Tasse Tee. Ja, gern. Ich hatte schon eine Einladung von Mr. Bennett. Das trifft sich ja ausgezeichnet.
dich wohl? Ja, danke. Gut. Dich geahnt. Nach so vielen Jahren. Beta Shesim Shet Bar Shemus. Ach, ich höre dich. Ich bin unsichtbar. Nein, durchaus nicht. Du bist eine der wundervollsten Materialisationen. Ich bin unsichtbar. Weder unsichtbar noch durchsichtig. In voller Größe stehst du da. Nichts will klappen. Du brauchst nicht zu verzweifeln. Ich bin hier, um dir zu helfen. Helfen? Du armes, erdgebundenes Wesen, du. Ich muss wieder in meine Zeit zurückkehren. Ja, das musst du unbedingt. Es ist fürchterlich für dich, hier auf der Erde festzusitzen. Du hast dich schon viel zu lange auf der Astralebene herumgetrieben. Ja, ich lebe im Nirgendwo. Ja, natürlich. Und dieses Nichts ist besonders schlimm für dich. Du bist auch früher schon so schüchtern gewesen. Wir haben uns gestritten. Kennt dich denn der Junge? Ja, wir sind uns oft begegnet. Offensichtlich ist das bei uns so üblich. Ey, wo ist die magische Laterne? Ich habe sie weggeworfen. Hä? Weggeworfen? Ja, sie war nicht mehr in Ordnung. Wenn man sie anknipste, brannten die Sicherungen durch. Das weißt du noch? Das ist über 40 Jahre her. Anscheinend hat der Begriff Zeit wenig Bedeutung für dich. Nähere dich mir. Ich will dir etwas sagen. Ja? Ja? In Kürze werde ich entschwinden. Etwa für immer? Hm? Ja. Oh. Miss Bennett! Das ist Sam. Entschwinde, aber nicht gleich. Ich will zum Bus. Entschuldigung. Ich möchte dir gerne etwas zeigen. Was? Du wirst überrascht sein. Was ist es? Du wirst dich mächtig wundern. Mhm. Worüber? Er ist fort. Wer, Harold? Nein, Sam. Der Geist. So. Wir haben ihn also wieder mal gesehen, Miss Bennett. Mhm. Ich habe mich eingehend mit ihm unterhalten. Freut mich für Sie. Er war da, Sam. Er war tatsächlich da. Ja, jetzt muss ich den Boss sprechen. Ja? Es handelt sich um den Verteiler. Der Fehler sitzt an dieser Stelle hier, der Finger. George, ich habe mit dem Geist gesprochen. Ja. In Harolds Schlafzimmer. Er war es wirklich. Was ist mit dem Differential? Wirklich, das, George. Das habe ich in Ordnung gebracht. Sowas ist immer ein gutes Zeichen. Ja, was ist mit der Tankschraube? Die habe ich wiedergefunden. Der Batteriekasten ist Ach, auch wieder da. George, du hörst mir ja gar nicht zu. Ruf uns, wenn der Tee fertig ist, Flo. Hm? Ich komme runter. Da
Tag. Du hast mir ja gar nichts von deinem Freund erzählt, Harold. Von wem? Deinem alten Freund. Wer? Na, er. Wo haben Sie ihn denn getroffen? Ich bin hinter ihm die Treppe raufgeschlichen. Harold, er war in deinem Schlafzimmer. Entschuldigung. Jetzt bin ich's leid. Sie brechen hier ein und geben sich dann auch noch für einen Geist aus. Ich hatte doch gesagt, Sie kriegen alles wieder. Konnten Sie nicht warten? Ich muss fort. Ich muss fort. Harold? Sam? Dein Vater trinkt mit uns Tee. Hilf ihm mit nach unten. Okay, Sam. Ich bin gleich da. Hören Sie, so wie wir alle unten sind und Tee trinken, huschen Sie sofort durch die Haustür. Verschwinden Sie irgendwohin. In die Berge oder in den Wald. Und kommen Sie in Zukunft niemals wieder. Verstanden? Vierundvierzig, fünfundvierzig. Ihr Geschenk, Mr. Bennett. Das ist sehr lieb von dir, Sam. Ach, ist das entzückend. Hat er selbst gebastelt. Du bist wirklich künstlerisch begabt. Danke vielmals. Viele Geburtstage sollen dir noch vergönnt sein, George. Danke, Flo. Ich hatte schon befürchtet, er wäre zu klein geworden. Er ist groß genug, vielen Dank. Naja, Hauptsache, dass dir die Ärmel nicht so eng sind. Hier, Daddy. Oh Gott. Was ist es denn? Von Beacon? Ja, für die Farm. Für die Farm? Du wirst es nie erraten. Ich bin gespannt. Harold, das ist ja reizend. Aber ich ja. Ja, ich finde es fabelhaft. Das ist das originellste Geschenk, das ich jemals bekommen habe. Ein guter Einfall. Harold, du wolltest doch. Ich finde, das sollte jeder Landwirt haben. Nie wieder sind wir auf eine Wettervorhersage angewiesen. Ich danke dir, Harold. Du hast mir eine riesige Freude gemacht. Du freust dich? Na und wie? Das schönste Geschenk. Walder, siehst du all die Schätze, die ich besitze? Hm? Die kleine Sonne. Hm? Also, Kühlwalder, bereiten wir uns auf die große Reise vor, ja? Sie haben Daddys Geschenk. Und er hat die magische Kugel. Sie haben es gemobst. Her damit. Ich brauche die Laterne als Schutz gegen die Normannen. So ein Unsinn. Sie werden das Licht fürchten. Was tun Sie im Wasser? Wollen Sie mit der Laterne Krebse fangen? Krebse fangen? Ich kehre in mein Jahrhundertheim. In meine Höhle im großen Wald. Sie sind verrückt. Kommen Sie wieder raus. Sie Spinner. Ich bin kein Spinner. Doch, Sie sind völlig übergeschnappt. Das ist doch eine verrückte Idee. Halten Sie sich für Napoleon? Nein, ich bin Catweasel. Ham, ham. Lassen Sie den Unsinn. Kommen Sie raus. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Ach, das funktioniert doch nicht, Catweasel.
Sie machen sich selbst zum Narren. Frettchen! Meinetwegen. Na los, verschwinden Sie. Salmei, Dalmei, Adomei. Ha! Ihre Sprüche taugen nichts. Oh, ihr Geister der Erde, der Luft, des Feuers und du magischer Geist des Wassers, ich befehle euch, Sunandum Urandos. Catwiese? Ja, mein Junge? Warum verschwinden Sie? Sie schmelzen ja. Ich gehe zurück in die Vergangenheit. Aber das können Sie doch nicht. Ich meine, sowas kann keiner. Sowas ist völlig unmöglich. Unmöglich ist nichts. Aber Sie sind schon fast nicht mehr zu sehen. Ich entschwinde, löse mich auf wie Rauch. Aber Catwiese. Die Gegenwart entweicht schnell. Das kann doch nicht sein. Das gibt's doch nicht. Doch, du Zweifler, du ungläubiger Mensch, lebe wohl. Bitte verschwinden Sie noch nicht. Zu spät, Mensch dieser Zeit. Bitte, Catwiese. Nein, mein Bruder. Kommen Sie wieder? Ja, mein Bruder. Lebe wohl. Und wann kommen Sie denn wieder? Eines Tages im 900.